Hallo Claudia Lesser, hallo Andreas Böhni und Special Guest. Ich bin übrigens gespannt, wer das ist. Ich bin der Mevion Heim und ich bewerbe mich mit diesem Video hier für einen Traumjob Fußballreporter beim Teleclub. Wer ich bin und vor allem wer mein Interviewgast ist, das seht ihr in den nächsten paar Minuten. Der Fußballplatz ist mein Zuhause und soll so in Zukunft sein. Das Wichtigste über mich kurz zusammengefasst. Akribische Vorbereitung, Zuverlässigkeit, zielstrebiges Schaffen, Flexibilität und nicht zuletzt ein breites Sportwissen. Das macht mich aus. Teleclub, ich bin parat. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier bei Teleclub. Heute treffen wir einen Gast, der einen kleinen Verein in der Super League geprägt hat, nach wie vor prägt. Er hat Sensation geschafft, mit dem FC Thun in der Champions League zu spielen und er ärgert jetzt immer wieder mal die grossen Vereine in der Super League mit seinem Verein, mit dem kleinen FC Thun. Herzlich willkommen bei mir, Andres Gerber, Sportchef vom FC Thun. Hallo zusammen. Jetzt ist es so, oder? Man hat letzte Saison wirklich gut gespielt, viert geworden. Man sagt bei Thun immer, man spielt von Anfang an der Saison ein bisschen gegen einen Abstieg. Jetzt hat man sich mit dem eigentlich die dritte Qualifikationsrunde von der Europa League weitergespielt gegen die israelische Mannschaft. Spielt jetzt gegen Vaduz, ein Team, das man kennt. Viermal letzte Saison dagegen gespielt, dreimal gewonnen, einmal verloren. Der FC Thun ist Favorit. Ja, wenn ich Vaduz wäre, würde ich sagen, Thun ist Favorit. Aber ich denke schon, dass wir auf Augenhöhe sind mit Vaduz. Klar sind wir dritt geworden und Vaduz ist, glaube ich, neunt geworden schlussendlich. Aber ja, sie spielen jedes Jahr europäisch, dank dem, dass sie im Ländlichen ihre Cup jedes Jahr quasi gewinnen. Also europäisch haben sie auch mehr Erfahrung als wir. Und sie haben eine sehr stabile Mannschaft. Sie haben es auch jetzt wieder gezeigt, in den ersten Matchen da in dieser Saison, wo europäisch, dass wir sicher da einen grossen Brocken haben zugelassen bekommen. Darum bin ich jetzt nicht euphorisch, was es geheißen, dass wir gegen Vaduz spielen. Das wird ganz schwierig. Generell, die Saison ist noch jung. Also, und man hat viele Veränderungen gehabt beim FC Thun. Der Urs Fischer ist gegangen. Man hat sich in der Offensive verstärkt. Der Stiriakos Forza ist gekommen. Man hat im ersten Spiel gegen GC schnell mal eine Schelle kassiert. Und er gegen Lugano hat man sich rehabilitieren können. Wo habt ihr das Gefühl, wo steht die Mannschaft aktuell? Ja, bin ich selber auch ein bisschen gespannt. Ja, ich denke schon, dass ich bin zuversichtlich, ich bin jetzt positiv, aber das ist sicher auch wegen dem letzten Sonntag und auch wegen dem letzten Donnerstag natürlich. Der erste Match gegen GC, der hat wirklich wehgetan. Da hat mir auch die Arbeit gemacht und auch schnell eine schlaflose Nacht mir beschert. Aber wenn man es ganz nüchtern und möglichst objektiv anschaut, muss man sagen, GC, ja, das war eine einmalige Sache, die Effizienz, die GC hatte. Die hat man jetzt bei Monaco gegen IB zum Beispiel auch sehen können. Das ist ja nicht immer so. Und wir haben nicht so schlecht gespielt gegen GC, wie wir Halbzeit hätten können meinen. Darum haben wir jetzt auch nicht alles hingefragt. Aber es hat natürlich wehgetan, weil wir uns auch nicht gewöhnt sind, dass wir daheim verlieren, erstens. Und in dieser Art und Weise, dass wir so viel Goal bekommen. Wir sind ja sehr eine stabile Mannschaft grundsätzlich. Darum hat es wehgetan und ist auch überraschend gewesen und hat schnell ein bisschen Zeit gebraucht, um zu verdauen. Aber ich glaube, jetzt die letzten Matchen, auch europäisch, haben wir gesehen, dass man mit Thun noch rechnen darf. Du hast es gerade selber gesagt, Thun ist ja eigentlich eine stabile Mannschaft in den letzten Jahren. Und das mit einem Budget, das man weiss, es ist das kleinste von der ganzen Super League. Das heisst, es wird erfolgreich geschafft. Also man hat fast das Gefühl, das, was ihr als Sportchef macht, egal was, es ist richtig. Was ist das Geheimrezept für den Erfolg beim FC Thun? Ja, wenn es geheim wäre, würde ich es nicht sagen. Und wenn ich es wüsste, weiss ich nicht, ob ich es würde sagen. Das sind so viele Faktoren, die reinspielen, dass wir Erfolg haben. Ich denke schon, dass etwas, was ein bisschen erleichtert ist, dass wir nicht den grossen Erwartungsdruck haben, den die meisten anderen haben. Die meisten anderen hatten schon eine riesige Krise geschoben nach dem Startspiel, so wie wir es hatten gegen GC. Bei uns ist man noch ruhig geblieben. Das macht sicher etwas aus, dass man in Ruhe arbeiten kann und dass wir auch Vertrauen haben von den Leuten ringsherum.
Aber dann eben, das sind ganz viele Faktoren. Wir haben sicher eine bessere Mannschaft, viel mehr Qualität als viel mehr Denken. Wir haben auch die namenlosen Spieler. Sehr viel aus der Challenge League. Wahrscheinlich 3/4 von unserem Kader kommt aus der Challenge League. Durch das ist der Druck auch nicht so gross. Wenn so einer mal nicht einschlägt, dann heisst es nicht, ja, es war ein Fehler gewesen. Ja, das macht sicher etwas aus im Gegensatz zu den anderen. Aber eben, es muss immer so viel passen, man muss das Glück haben auf seiner Seite. Und sicher wird hier auch gut geschafft. Ich will nicht nur sagen, dass alles Zufall ist und dass alle anderen schlechter machen. Oder dass wir es nicht speziell gut machen. Ich glaube schon, dass da sehr viel Qualität drum ist beim FC Thun auf allen Ebenen. Hilft es vielleicht auch, dass man finanziell nicht die Möglichkeiten hat, die andere Vereine haben, dass man die Qual der Wahl hat? Ja, das eben, wie ich vorhin ja gesagt habe, das macht den Druck ein bisschen kleiner. Wenn man 30 Millionen zur Verfügung hat oder 50 Millionen, ist klar, dass die Erwartungen riesig sind. Und so wie wir können ja immer sagen, wenn es nicht läuft, ja, wir haben das kleinste Budget, wir können ja nicht erwarten, dass wir jeden Match gewinnen. Das macht es ein bisschen einfacher, dass eben eine gewisse Ruhe können zu bewahren im Verein, im Gegensatz zu, ja, man kann fast sagen, allen anderen. Darum denke ich, das ist ein gewisser Vorteil, aber es muss ja Vorteile haben, wenn man weniger Geld hat als die anderen. Muss ich auch sagen. Du hast vorhin auch angesprochen, oder? Man hat Spieler im Kader, die aus der Challenge League kommen. Aktuell als Beispiel der Roman Buster, Simone Rapp, und die harmonieren schon jetzt sehr gut zusammen. Wie entscheidet ihr, wer eigentlich zum FC Thun passt oder nicht als Sportchef? Wie merkt man das? Man hat ja auch gehört, in Interviews, die ihr gegeben habt, der Giliakos Forza hat gemerkt, dass er trotz dem grossen Namen hat, irgendwo, dass der zum Verein passt. Ich glaube, das ist der Teil, der mir am wichtigsten ist und wahrscheinlich auch eine gewisse Qualität von mir ist, das Menschliche rauszuspüren, den ganzen Zusammenhalt in der Mannschaft, also in der Kabine, aber auch natürlich beim Trainerstab, im Verein generell. Das ist etwas, was mir extrem wichtig ist, was mir schon als Spieler ist wichtig war, dass ich mich wohlfühle, dass ich zusammen Freude habe, zusammen lachen, zusammen leiden quasi. Und darum schaue ich speziell auf das. Natürlich müssen alle Fußball spielen können und es müssen alle im Budget einen Platz haben. Darum ist es sehr ein sehr komplexes Thema. Und da gibt es einen gewissen Spielraum, denke ich, wo wir können besser machen als die anderen, die eben viel Geld haben. Weil die müssen das Geld quasi loswerden, weil es wird erwartet, dass teure Spieler engagiert werden. Und das, da habe ich einen gewissen Bonus, dass ich eben mal einen kann holen aus der Challenge League, wo niemand sagt, ja, aber was macht jetzt der da? Wird er mit dem etwas gewinnen? So konnte ich als Beispiel jetzt einfach Renato Steffen von Solothurn holen, den niemand kennt hat. Und hat es nicht geheissen, ja, aber Erstliga, was weiter mit dem? Eine Menschlichkeit, also eine Qualität von Andres Gerber. Wenn man konstant erfolgreich arbeitet, dann weckt das ja auch Interesse. Wie lange ist der Andres Gerber noch beim FC Thun Sportchef? Das ist etwas, das ich immer wieder gefragt werde. Aber was ich immer wieder muss sagen, ich kann es nicht sagen. Ich sage auch nicht mehr, ich gehe hier nie weg, weil man weiß, wie schnell das kann gehen, im Fußball speziell. Solange wir Erfolg haben, so in den letzten 6 Jahren, und es mir Spass macht, vor allem, dann möchte ich eigentlich hier nicht weg. Aber es kann mal sein, dass es sportlich nicht aufgeht. Oder es kann sein, dass es einfach nicht mehr Spass macht, weil irgendwie die Leute nicht mehr passen. Und dann schließe ich nicht aus, dass ich hier mal weggehe, aber im Moment absolut keine Pläne. Jetzt rein hypothetisch. Es klopfen morgen 3 Vereine an die Tür vom FC Thun. Sagen wir weiter Andres Gerber als Sportchef. Ja, jetzt 3 Vereine mitgebracht. Jetzt nimmt es mich wunder. Wer nimmst du? Basel? Dortmund? Real? Ja, die Frage ist, muss ich überhaupt einen nehmen, oder? Es ist ja nicht so, dass ich jetzt eben weg will. Darum, also du kannst schon zu Barca, wenn du zu Real kannst, könntet ihr auch zu Barca gehen. Ja, wäre wahrscheinlich der mich am meisten würde reizen, weil das wäre wirklich wahrscheinlich die grösste Nummer. Aber es wäre natürlich für mich viel zu grosse Nummer. Ich kann nicht vom FC Thun zum Barcelona. Von dem her ist es sehr unrealistisch, aber es ist ein Verein, der mir sehr würde gefallen, wo mir sehr würde passen. Aber ich muss auch zu den anderen zwei sagen, natürlich auch Top-Vereine. Basel in der Schweiz Jahr für Jahr top,
zwar am meisten Geld zur Verfügung, aber ich gebe so am besten aus. Definitiv. Und darum, jetzt wo der Urs so dort ist, schon nur wegen ihm, ich würde natürlich sehr gerne mit ihm wieder mal zusammenarbeiten, aber ja, im Moment kann ich mir wirklich nicht vorstellen, hier wegzugehen. Wenn einer von diesen drei jetzt würde anrufen, ich würde sicher im Moment bei allen Nein sagen. Aber ich sage im Moment, wir müssen ja auch ein bisschen Zeit haben, um das reifen, die Idee im Kopf. Und ich habe auch noch das Privatleben. Ich bin ja nicht nur der Sportchef vom FC Thun, ich habe noch zwei Kinder und eine Frau. Und das ist für mich natürlich auch sehr wichtig, dass ich morgen aufstehen und glücklich bin und auch weiss, wo ich hergehöre. Und hier bin ich wohl. Und darum gibt es keinen Grund im Moment, da einem von denen Ja zu sagen. Gut, ja, wir sind gespannt, was hergeht mit dem FC Thun in dieser Saison. Aber auch gespannt, was mit dem Andreas Gerber geht. Merci vielmals. Merci auch, ja.